Hallo liebe Community, wir sind hier am Diamantensuchen und haben sehr viel Redstone schon gefunden. Jo. Schauen uns in der Höhle hier um. So. Und die Zombies kommen, die Zombies kommen. Und die Creeper kommen. What? Was ist das für ein Material? Es ist Böses. Autsch. Was ist denn mit dem Creeper los? Kein Rückstoß. Nun gut. Wir haben hier überall Lava. Nicht reinfallen, wir haben wenig Leben, wir haben wenig Hunger. Oder viel Hunger. Ja. Fast wäre es weg. Tanzanit-Erz können wir nicht abbauen, leider. Na gut, dann gehen wir weiter hier Eisen abbauen. Jo. Ein Enderman ist hier. Hey! What the fuck? Der ist von oben runtergefallen. So. Ja, Fäden haben wir auch wieder für die Reusen. Ah, oh, Fisch essen. Ja. Ich bin relativ ein Fan von Fisch, aber nur Filetfisch oder ja, Fischstäbchen. Fischnuggets und solche Sachen. Nicht Stinkefisch, nicht fischiger Fisch. Und vor allem Lachs. Wow, mega gut. Das ist etwas, was ich unendlich essen kann, Lachs. Das ist einfach sehr gut. Also leider keine Diamanten hier. Aber es gibt noch andere Wege. Zum Beispiel. Ja, so bringst du mir keinen Knochen. Brauch doch so viele Knochen. Kommen plötzlich wieder Creeper. Ich mag sie einfach nicht. Ganz am Anfang hatte ich immer schreckliche Probleme mit Creeper. Es war meine einzige Todesart. Immer. Immer. Okay, die Lava ist die zweite. Aber es ist einfach schrecklich gewesen. Und dann so 2011, 2012 habe ich dann keine Probleme gehabt mit dem Creeper. Bis die neue KI kam und dann wieder. Und ja. Ihr wisst ja. Die kommen einfach von irgendwo her und explodieren sofort. Es war früher nie so. Und ja, deshalb spiele ich auch, wenn ich baue oder wenn ich einfach ein bisschen chille, nicht gerne im Monster-Modus, also in den Schwierigkeitsgraden, außer Peaceful. Jo. Also wenn ich jetzt wirklich ein Minecraft-Wunsch hätte, dann würde ich die Creeper wegmachen. Aber dann würde das ganze Flair weggehen. Ja. Mal schauen, was jetzt Mojang weiter herum doktoriert am Spiel. Weil das meiste. Ja, toll, Mann! Frechheit. Ja, wir brauchen ein zweites Biom. Wir können ja das hier löschen. Na gut. Dann ist es. Ja, okay, nein. Löschen wir es nicht. Aber sperren es ab. Wir. Balancing halber. Dass wir es ja nicht zu leicht haben. Ich möchte es überhaupt nicht leicht. Ich will eine Herausforderung haben. Auch finde ich jetzt cool, dass wir keine Diamanten finden. Also, es ist jetzt nicht schlimm. Oh ja, Ding. Es ist ja immer so, dass bei den Let's Play die ganze Zeit mega schnell nach
Diamanten gesucht wird und so, und dann mega sich gefreut habe. So künstlich freuen. Ja. Und wie ihr wisst, freue ich mich eigentlich nie so riesig über Diamanten. Einmal ist es einfach dieses Protzen. Ich kann keine Let's Plays machen, indem ich nur protze. Es gibt so viele Let's Player, die protzen. Sagen immer, oh ja, ich bin der Beste, hey, ich habe hier Diamanten gefunden und hier, das ist so cool. Woo. Und gib mir ein Like für diesen Diamanten. Und das mag ich überhaupt nicht. Und deshalb mache ich es auch nicht in meinen Let's Plays. Versteht ihr? Und zum Zweiten ist es einfach, das schnelle Vorwärtskommen mag ich nicht. Ich bin einer, der genüsslich meine Spiele durchspielt, sie so gut wie möglich erkundet, zu 100% durchspielt und so. Und ja, viele konnte ich das noch gar nicht so zeigen, weil wenn ich keine Zuschauer in den Let's Plays habe, dann ist meine Motivation auch zu null. Und ja, ich will meine Leute, will ich motivieren, zuschauen. Vor allem ganz zuschauen. Und ja, hoffentlich wird es auch wieder mal ein bisschen besser. Also ich rechne um Let's Play, das war richtig cool und das möchte ich wieder haben. Die haben sich wahrscheinlich alle wieder deabonniert, aber pff, ja. Ihr müsst mich verstehen, wenn ich ein Spiel nicht mag, dann will ich es da auch nicht Let's Playen. Und Rechnung ist einfach ein Spiel, das mir langsam so richtig in den Sack geht. Tja, und ja, deshalb habe ich dann einfach aufgehört. Ja, eigentlich nicht. Ja, die Aufrufe gingen dann halt wieder zurück. Es war so ein Video, glaube ich, das 100. Video, das ganz gut noch ankam. Und dann plötzlich nicht mehr. Wahrscheinlich wollten die einfach noch das 100. Video schauen und dann etwas anderes schauen oder so. Verstehe ich. Ganz klipp und klar. Und das dürft ihr auch natürlich unter Beweis stehen. Und sagen, ihr möchtet mich nicht mehr schauen. Ich sag mal auch manchmal, also ich schreibe auch manchmal dann anderen Let's Plays, also von einem anderen Let's Player, dass ich ja, das Video nicht mehr schaue, also die Reihe nicht mehr schauen will oder so. Und zum Beispiel im Livestream von Wolfrus, den ich immer wieder begleite und mit ihm spiele, sage ich auch manchmal, ja, ich habe keine Lust oder vor allem er ist da manchmal zu schnell, er spielt einfach manchmal zu schnell. Und boah, ich gehe weg. Tschüss. Weg mit dem Regen. Ihr seid so scheiße. Zuerst mal auf Friedrich stehen. Sonst überrascht mich wieder eine Kuh. Und ein Schaf ist das gewesen. Ich will auch keinen Cheat-Modus. Wieso ist der Cheat-Modus an? Profile-Rezepte. Mach ich mal an. Ich habe keine Ahnung von euch. Hey, wo habe ich jetzt dieses Menü? Ich will doch nur der Datenexport, Tastenbelegung. Wo ist dieses Teil hier? Also das ist das Quest von NPC. Ja, das werde ich dann auch mal anfangen. Einfach ein paar Quests reinmachen. Ui, ja. So. Müssen wir halt so machen. Aber wenn es jemand weiß, bitte schreiben. So. Also. Gut, dann haben wir noch 10 Minuten im düschen Part, um kurz eine Farmwelt aufzumachen. Ja, Farmwelt ist es ja nicht. Es ist einfach ein anderes Ort. Weit, weit weg. So, haben wir hier keine Fäden oder so.
Wir haben zwei Diamanten. Freche. Ein Schneeball. So. Zuerst mal möchte ich das brennen und dann holen wir ein bisschen Köder. Ich muss mal Köder schreiben. Und schauen. Frucht, Getreide, Köder. Fischköder können wir dann machen. Aber wir beginnen mit Weizenköder. So, und tun das in die Reuse, damit mal ein paar Fische anbeißen. Müssen wir nicht fischen. Ich finde das viel. Ich finde das einfach toll. Ich glaube aber, es kommen dann einfach nicht so Sachen wie Zauberbücher und so. Vielleicht auch nicht normale Fische. Ja, dann fischen wir halt einfach mal. hallo? Hallo? Was ist denn mit der Fischtrap los? Harfest. Ich möchte gerne wissen, wie die Fischfalle geht. Müssen wir noch etwas machen? Für was ist ein Markt da? Ich möchte ne. Ist das ein anderen Köder? Muss ich irgendwie ein Fischköder oder sonst irgendwas? Nein, das. Fischfallenköder, Frucht. Ja, toll. Ja, toll, die Köder und die anderen Köder sind gar nicht für Fische. Dann müssen wir fischen. Aber wir können. Ja, haben zu wenig. Haben einen zu wenig. Na gut. Wir brauchen noch ein bisschen Essen. Ah, da haben wir noch ein paar. So. Jetzt haben wir eigentlich die blauen wieder weggemacht. Aber, ja. Wir brauchen den Squisher. Und dann geht es ja wieder weiter mit dem Farm. Das ist mir zu gefährlich in einem Eisbiom. Zu farmen, weil unten dann Eis ist und nicht Wasser. Stirbt man oft. Weil dann plötzlich im Flug das Wasser zu Eis wird. Ja, machen wir mal Rindsfleisch. Das Quisch ist wo? Da oben. Gut. Ja, das geht ja nicht. Toll. Für was ist eine Ananas gut? Ja, haben wir schon geschaut, gell? Brauchen Zucker. Ja, ein bisschen Zucker haben wir. Machen wir mal ein bisschen. Punsch. Oder was war es? Ja, das ist natürlich nicht so gut. So. Fruchtpunsch, ja. Na gut. Machen wir noch Fruchtpunsch. So, noch eine Spitzhacke machen oder mehrere. Ja, das wäre schon gut, mehrere. Ah, das ist der Ofen, jetzt sehe ich's. Wenn man das nicht so dran denkt, dann sieht man es nicht. Ja, lasse ich den ein bisschen brennen oder kann man den jetzt ein bisschen weg schieben? So, wir brauchen mehr Spitzhacken und noch eine Schaufel. Ja, das reicht jetzt aber. So, das Rindfleisch noch rein. Ja. Haben wir sehr viel zu tun. Und können einfach nicht weiter farmen. So, du gehst mir. Ja, wir brauchen den Edit. Wand.
Wie der heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Dann auch mal. Ja. Muss ich das suchen? Da sind sie. NPC Puffer. Vielleicht geht es auch nur mit dem Zauberstab. Mit dem Zauberstab? Ja, aha. Ich dachte, man spawnt dann einfach in der Nähe. Tja, aber jetzt müssen wir schauen, wie das geht. Das muss man doch irgendwie können. Bearbeiten, Bewegung. Wandert, ne, Weg abgehen. Schleife laufen, mir passen. Gehgeschwindigkeit, Stopp bei Interakt. Ich will aber, dass er nicht wieder zurückgeht. Zurück zum Anfang. Bewegung. Weg abgehen. Position. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Du gehst mir am besten hier hin. 991, 71. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ne? Glaube ich, oder? 71. Man sieht es einfach nicht. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwas. Oder muss ich da noch angeben? Ich mache 64. Was ist... Wieso... Hallo? Buggy Bug. Wandert. Tanzend. Gehgeschwindigkeit. So, gehst du jetzt? Oh, Rugby. Reggie. Reggie Tanz. Ja, ja. Also, dann gehen wir. Kohle brauchen wir auch wieder wegen den Öfen. Das ist ja schrecklich. Aber, wir müssen jetzt in den Kreativ. Und dann porten. Ich habe ja den gemacht. Slash tp 999. Dann machen wir hier 200, damit, ja, 250, damit wir nicht irgendwo feststecken. Weil wenn ein großes Biom ist, ein hohes Biom, dann verstecken wir fest. Und dann da minus 999. Ist 9 Millionen. Sogar eins mehr. Ich gehe mal dorthin. Das andere. Müssen wir schauen, wie hoch weit das weg war. Ich möchte es schon einheitlich machen. Portale. Haben wir dort keinen Waypoint gemacht? Nun gut. So, hier ist mehr, hier ist nicht so gut. Dann gehen wir mal dort, wo es hoch geht.
Aber das ist nicht so gut. Diese Richtung. Diese Richtung geht es runter. Ah, wir sind so schräg, okay. Ich dachte, da wäre ein Tempel gewesen. Wir gehen schräg. Also wir sind rechts oben, wir sind nicht mehr rechts unten, sondern rechts oben. Wir müssen in diese Richtung schräg nach Nordosten. Was ist denn das für ein Biom? Eigentlich will ich ja nicht im Meer irgendwie etwas farmen. Da müssen wir irgendwie einen Ort finden, wo wir dann trotzdem ja schön farmen können. Weil, habt ihr mal eine Farmwelt gehabt auf einem Server? Da kann man gar nichts machen. Hier ist aber auch nur eine Insel. Na toll, haben wir Eis, dann haben wir Wasser. Was kommt als nächstes? Ödland. Tja. Da ist eine kleine Wüsteninsel. Okay. Wasserbugs, die einfach irgendwie durch einen Mod eben wieder auftreten. Das ist sogar eine Pflanze. Ja gut. Da ist mal ein Tempel. Cool. Ich finde cool, dass die eingebaut sind. Ich dachte wirklich, die wären nicht eingebaut durch den Ad Futurum Mod. Aber die wurden eingebaut. Das ist so cool. Der hat die einfach irgendwie exportiert. Der muss nicht mal viel machen. Aber hat so ein geiler Mod gemacht. Für die Leute, die Mods haben wollen, aber trotzdem nicht auf die neuen Futures verzichten sollen. Wollen. Jo. Ah, hier ist ein Korallenriff. Gut, gut. Aber das ist ein gigantisches Meer. Ja, beim Splend ist ja bekannt dafür, so große Meere zu spawnen. Ja, aber lang will ich jetzt da nicht mehr. Ich dachte, ich kann das Portal noch machen und dann ein paar beenden. Aber mache ich einen längeren Part für euch, weil er ja auch nicht so content heftig war. Aber jetzt haben wir scheinbar Land gefunden. Ja, das sind aber auch Inseln. Genau, Savanne. Ist das nicht toll? Wir haben eine Savanne mal als Farmgebiet. Da gibt es viele Tiere. Okay. Wölfe. So, wir werden hier an die Wand das Ding bauen. Das Portal. So, dazu brauchen wir eine Portal Gun. Und zwar so eine. Jetzt habe ich natürlich wieder den Cheat-Modus. Ah ja, ich mache so. So, ich will diese Portal Gun. Das ist die Farmwelt. So, rechts. So. Und dann zurück. Dazu benutzen wir die Waypoints. So. Gut. Ja, jetzt habt ihr es auch mal gesehen, wie ich die Farmwelt mache. Weil ich ja eben noch nicht so gut bin im RF-Tools. So, haben wir da auch 1 Million gebaut gemacht? Ja. Hier haben wir sogar 9 Millionen. Haben wir denn drüben auch, oder? Nein. Ja gut. Ist nicht so weit weg, aber mal überlegen. Ist eigentlich egal, so weit werden wir wahrscheinlich nie bauen. Also es ist egal, wie weit es weg ist.
So. Also danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, die Portal Gun da nach oben. Ja. Freut mich, dass es euch so gefällt. Und bis zum nächsten Parts. Kommen ja eben täglich zwei. Und die nächste kommt dann morgen. Morgen. So, tschüss.